Einen schönen guten Tag. Gestern hat in Griechenland das Referendum stattgefunden. Bei diesem Referendum stand nicht der Verbleib Griechenlands in der Eurozone zur Abstimmung, sondern es stand ganz klar der Kurs der Austerität, ich übersetze ihn mit unsozialer Totsparpolitik, zur Abstimmung. Der Demos in Griechenland hat gesprochen und hat sich mit einer klaren Mehrheit gegen diesen Totsparkurs ausgesprochen. Das war ein Nein der vielen gegen eine Politik, die gegenwärtig von den EU-Eliten verschiedenen Ländern in Europa aufgedrückt wird. Die Botschaft der Mehrheit ist, und das will ich hier nochmal unterstreichen, weil es gern verzerrt wiedergegeben wird, ist nicht ein Nein zu Europa, sondern es war ein Ja für eine alternative europäische Politik. Und ich glaube, wir sind jetzt alle gut beraten, alles zu tun, um einen Grexit zu verhindern und den auch nicht herbeizureden, wie das jetzt ja in einigen Reihen der CDU passiert. Denn ein Grexit hätte nicht nur für Griechenland schwere Folgen. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es auch für die Steuerzahlenden in Deutschland enorme Kosten zur Folge hätte. Wir rechnen ja damit, dass das so über 80 Milliarden Euro kosten würde. Und es hätte auch negative Folgen für die Stabilität der Währung. Eine Währung, in der übrigens viele Menschen in diesem Land auch ihre Altersvorsorge zum Beispiel angelegt haben. Die Menschen haben auch deswegen in Griechenland mehrheitlich mit Nein gestimmt, weil sie die Auswirkungen der jetzigen Totsparpolitik am eigenen Leibe ertragen mussten. Und ich will nur eine Zahl noch mal nennen von den vielen Zahlen. Also die Rentnerinnen und Rentner allein haben in den letzten 5 Jahren erleben müssen, dass ihre Renten um 40% gekürzt werden. Und das kann man sich ja einfach mal selber überlegen, was es für einen bedeuten würde, wenn man bereits im Alter ist, wo man auch sicher keinen weiteren Job mehr findet, dann wirklich 40-prozentige Kürzungen in Kauf nehmen zu müssen und wahrscheinlich noch hinzukommt, dass man dann mit seiner Rente auch mindestens die Hälfte der Familie noch mit ernähren muss, weil die zum Beispiel von besonders hoher Jugenderwerbslosigkeit betroffen sind. Das gestrige Referendum war auch, finde ich, in einer gewissen Hinsicht eine Zäsur in der EU, ja ein besonderes Momentum, weil es gab eine Zeit, da war die EU allein eine Sache von einigen wenigen Politikern, meist männlich und sehr lebenserfahren. Inzwischen hat sich was verändert. Es gibt europaweit Öffentlichkeit, man nimmt Anteil, man weiß auch ungefähr, was in den anderen Ländern Europas politisch passiert. Und ich würde sagen, in Europa sind in den letzten Jahren jüngere Generationen herangewachsen, die durch und durch europäisch sind, für diese Selbstverständlichkeit des Europa zu leben, die sich aber diesen Kontinent nicht von einigen wenigen Politikern nehmen lassen wollen. Viele von denen in Südeuropa leiden auch besonders unter den Auswirkungen der Kürzungspolitik. Und glaube, da gibt es so eine neue Selbstverständlichkeit, dass man über grundlegende Entscheidungen, die die EU betreffen, die den eigenen Kontinent betreffen, mitbestimmen will. Und insofern hoffe ich, dass das Referendum in Griechenland kein alleiniges bleiben wird, sondern ich fände über grundlegende Entscheidungen, Richtungsentscheidungen in der EU sollte in allen EU-Staaten mittels einer Volksabstimmung entschieden werden. Natürlich ist die Situation in der EU nach wie vor ernst und ich beobachte mit Sorge in dieser Situation, dass es eine zunehmende Aufheizung und Stimmungsmache gibt. Das Ganze auch von verschiedenen Seiten als Konflikt zwischen Deutschen und Griechen dargestellt wird. Das ist falsch, weil es ist ein Konflikt zwischen unterschiedlichen politischen Herangehensweisen. Zum Beispiel ist es ein Konflikt darüber, dass wenn man über Steuererhöhungen redet, will man die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhöhen, wovon besonders ärmere Menschen betroffen werden, oder will man extra Profite oberhalb einer 500.000 stärker besteuern. Das sind die Unterschiede und das sind keine nationalen Unterschiede, sondern politische Unterschiede. Oder der Unterschied wird auch deutlich darin, wie man die Finanzsituation der Rentenkassen verbessern will. Die einen meinen, wenn die Rentenkassen ein Finanzproblem haben, dann muss man halt auch die Zulagen für die ärmsten Rentnerinnen kürzen. Wenn das die Linke in Europa sagt, wenn die Rentenkassen ein Problem haben, dann muss man das halt zum Beispiel dadurch beheben, indem man die Arbeitgeberbeiträge wieder paritätisch anhebt. Also auch hier, es ist ein politischer Konflikt und kein Konflikt zwischen Bevölkerungen.
Ich finde, in dieser besonderen Situation haben auch die Medien eine besondere Verantwortung. Und ich beobachte mit Sorge, dass in den letzten Wochen viele, viele Desinformationen ungeprüft einfach weitererzählt wurden. Ich will das nur mal an einem Beispiel verdeutlichen. Zum Beispiel die Behauptung, es hätte in der letzten Phase der Verhandlungen ein Angebot von 35 Milliarden Investitionsprogramm gegeben. Das ist nicht der Fall. Die 35 Milliarden Euro, die da immer angeführt worden sind, waren längst Griechenland zugesagt. Das hatte überhaupt nichts mit den Verhandlungen zu tun. Das waren Gelder aus dem Struktur- und Agrarfonds der EU. Die hatten nur einen kleinen Haken. Da muss man 15-prozentigen Eigenanteil aufbringen. Dieses Land ist aber inzwischen so runtergewirtschaftet und kaputt gespart dazu, dass es nicht mehr in der Lage ist, diesen Eigenanteil aufzubringen. Also das war kein extra Zugeständnis, was man gemacht hat. Aber es wurde trotzdem so weitererzählt. Und ich finde, wenn es in dieser Krise eine Chance gibt, dann besteht die darin, dass es eine zunehmende europäische Öffentlichkeit gibt. Diese Chance kann aber auch nur gelingen, wenn wir jetzt nicht weiter so eine Stimmungsmache mit betreiben. Und deswegen auch nochmal mein Plädoyer oder meine Bitte an alle Medien, sich nicht an so einer nationalen Stimmungsmache zu beteiligen, sondern eher im europäischen Geiste der Aufklärung aktiv zu werden. Ja, was kann jetzt getan werden? Ich möchte dazu in aller Kürze 5 Vorschläge unterbreiten. Zum einen braucht es jetzt dringend eine südeuropäische Schuldenkonferenz. Sie wissen ja, das ist nicht neu in der Geschichte. Auch 1953 hat es eine Schuldenkonferenz gegeben. Damals hat Deutschland davon profitiert. Damals haben die verschiedenen Gläubiger, darunter auch Griechenland, Deutschland, was gerade den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatte oder vom Zaun gebrochen hatte, einen Großteil der Schulden erlassen. Und dieser Schuldenerlass war damals wichtig, damit in Deutschland überhaupt das Wirtschaftswunder entstehen konnte. Und insofern sollten wir gerade aus deutscher Sicht mit dem Wissen um unsere Geschichte jetzt auf so eine Schuldenkonferenz drängen. Und dort muss auch ein Schuldenschnitt behandelt werden. Der IWF hat ja ein entsprechendes Gutachten erstellt, was die Schuldenlastfähigkeit von Griechenland anbelangt. War nur bemerkenswert, dass dieses Gutachten erst dann veröffentlicht wurde, nachdem die Frist abgelaufen ist. Ein zweiter Schritt. Varoufakis hat sehr viel Fingerspitzengefühl bewiesen, indem er sich entschieden hat, zurückzutreten und damit eben der Gegenseite keinen Vorwand mehr zu liefern, warum man nicht in Verhandlungen gehen kann. Und ich finde, wenn Yannis Varoufakis sich zu einem solchen Schritt durchgerungen hat, ist generell die Frage, ob nicht die Hardliner der verschiedenen Seiten sich stärker aus den Verhandlungen zurückziehen sollten und es stattdessen drittens man eine Art Vermittlungsstelle, einen Vermittler einruft. Ich meine, wir haben ja, mal einen Vergleich zu dieser Ebene hier zu ziehen, wir haben ja auf in Deutschland gesehen, dass es auch bei einem GDL-Streik mit gutem schlichter Personal sehr viel zu bewirken war. Und warum sollte so ein Modell nicht auch auf europäischer Ebene greifen? Ich habe ja immer gedacht, eigentlich wäre das bei den Verhandlungen genau die Aufgabe der Sozialdemokratie gewesen, zwischen dem strikt neoliberalen Kurs von Schäuble und dem im Kurs von der neuen griechischen Regierung einen Mittelweg zu finden. Aber die Sozialdemokratie hat jämmerlich versagt. Sie hat keinerlei Alternative zum strikt neoliberalen Kurs aufgemacht. Und dass wir jetzt in so einer vertrackten Situation sind, liegt auch an dem großen Versagen der Sozialdemokratie. Viertens. Solange es keine tragfähige politische Lösung gibt zwischen den Regierungen, ist die EZB gefragt und das ist ganz klar, sie muss die Notfallkredite gewähren, die angefragt worden sind, einfach um auch den Zeitraum zu schaffen. Es ist immer noch die preiswertere Lösung, als wenn man das Land jetzt sozusagen in den Ruin gehen lässt und am Ende dauerhafte humanitäre Entwicklungshilfe leisten muss. Und fünftens finde ich, alle müssen sich jetzt darauf konzentrieren, dass man wirklich an das Geld der Milliardäre und Oligarchen herankommt. Die griechische Seite hat immerhin einen Antikorruptionsminister eingesetzt, hat tausende Verfahren gegen vermeintliche Steuerhinterzieher in die Wege geleitet. Leider gibt es ein Problem auf der Ebene des Vollzuges, weil infolge von jahrzehntelanger Misswirtschaft der Vorgängerregierung der Verwaltungs- und Steuervollzugsapparat nicht gerade im besten Zustand ist. Aber ich bin es leid, dass es sozusagen ein permanentes Fingerzeigen gibt, wer schuld daran ist, dass man die Reichen nicht besonders in die Pflicht genommen hat.
genommen hat. Wir müssen hier alle aktiv werden, auch die europäische Seite kann aktiv werden. Wir haben als Linke dazu konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel den Vorschlag, Vermögen oberhalb von 200.000 Euro, was Griechen im Ausland haben, erstmal einzufrieren. Wenn dann festgestellt wurde, dass dieses Vermögen ordentlich besteuert wurde, kann es sofort freigegeben werden. Wenn nicht, muss es erstmal ordentlich besteuert werden und bezahlt werden, bevor es wieder freigegeben werden kann. Ein weiterer Vorschlag wäre zu sagen, es gibt eine europaweite Millionärsabgabe. Es muss mehr Geld in die öffentlichen Kassen kommen. Das kann aber nicht von den Rentnerinnen und Rentnern kommen, sondern das muss von den Milliardären und Oligarchen kommen. Soweit 5 Punkte, was jetzt zu tun ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.